Hallo und herzlich willkommen hier zur 5. Folge von Autorengedöns, der Podcast. Heute wieder zu Gast Jan Worsin. Hallo. Und mein Name ist Olaf Andersen. Andersen. Was ist denn heute unser Thema? Unser Thema lautet heute... Jetzt muss er nachgucken. Testleser und Käufer. Hattest du Testleser bei deinen Werken? Ja, ich hatte 5 ungefähr. Okay. So in dem Dreh und trotzdem ist der Schuss nach hinten losgegangen. Mhm. Warum? Weil ich glaube, entweder hat bei den Testlesern was nicht funktioniert, das glaube ich aber nicht, sondern wie wir das in der letzten Folge schon erzählt haben, habe ich diese Geschichte immer in verschiedenen Programmen hin und her kopiert. Ah, okay. Und ich glaube, ich bin irgendwann durcheinander gekommen und habe es einfach vergurkt. Mhm. So. Aber Testleser sind erstmal wichtig. Okay. Die holen, sage ich mal, nach deiner Überarbeitung die groben Schnitzer, glaube ich, raus. Mhm. So Logikfehler und Rechtschreibfehler und manchmal entdecken die auch in so Nebenprotagonisten, dass sie sagen, so, der sollte eine eigene Geschichte kriegen zum Beispiel. Wie viele Testleser würdest du mir empfehlen? Das ist, naja, du schreibst ja nun, sag ich mal, Gay-Krimi. Das ist noch relativ leichte Lektüre, möchte ich jetzt mal sagen. Ich glaube, wenn du jetzt so eine Saga über 3 Bände, dann würde ich dir irgendwie mindestens 30 empfehlen. Mhm. Also nur aus dem Gefühl heraus, ohne Ahnung davon zu haben. Ich denke mal, so 5 bis 10 wären schon nicht schlecht. Okay. Und da natürlich jetzt auch nicht die Familie. Mhm. Also jetzt hier nicht Schwester und Vater und was es nicht so alles gibt. Mhm. Weil die sagen natürlich so, oh, tollstes Buch, nie besser gelesen, die sind keine Hilfe. Okay. Ja, also das müssen schon Fremde sein. Du kannst das, sag ich mal, in der Familie rumgeben, um so ein Feedback zu kriegen, wie, ja, so hier sind Rechtschreibfehler, den Satz würde ich anders machen, aber im Grunde genommen sagen dir deine nächsten Verwandten nicht die Wahrheit. Deswegen sind die erstmal raus. Okay. Die haben Urlaub. Wo hast du deine Testleser gefunden? Ich glaube, ich habe auf meiner Facebook-Seite rumgefragt. Mhm. Und dann gibt es auch auf Facebook Gruppen, wo du Testleser anfragen kannst zum Beispiel. Ah, okay. Also da trittst du dann ein und sagst du, hier, ich habe Buch XY, ich suche Testleser für das und das Genre. Hm? Und dann melden sich die Leute bei dir und dann, oder auch nicht, und dann kannst du sagen, so ja, dann okay, nehme ich oder nehme ich nicht. Ist ja auch viel mit Sympathie zu tun, denn du schickst ja, sage ich mal, dein unfertiges Manuskript an wildfremde Leute. Das ist ein spooky Moment, muss ich sagen. Also, wie hast du es verschickt? Alles ausgedruckt und dann dahin geschickt oder per... Nee, ich habe das per E-Mail gemacht. Okay. Also ich habe da eine, ich weiß gar nicht, eine PDF oder was draus gemacht. Habe, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob ich ein Wasserzeichen reingemacht habe, weil ich die Leute ja nicht kenne. Mhm. Ja, kann immer sein, dass jemand sagt, oh, ich lade das irgendwo hoch. Dass das zurückverfolgbar ist. Mhm, okay. Also ohne jetzt jemandem was unterstellen zu wollen, aber man hat natürlich als Autor ein bisschen Angst vor Piraterie. Aber ja, und dann habe ich die noch zugeschickt, die haben es gelesen und waren auch alle sehr nett. Also mit manchen habe ich jetzt noch Kontakt und die lesen dann und sagen sie, ja, hier, da. Manche schicken auch gleich die Verbesserung. Genau, also Veränderungsvorschläge. Und ja. Und dann übernimmst du die 1:1 oder entscheidest du, ob es notwendig ist oder... Wenn es Logikfehler sind, schon. Ja, gut. So. Aber wenn jemand sagen würde, so, also wenn jetzt alle Testleser sagen, der eine gefällt mir nicht, das ist so eine Kotztüte, so, ich verstehe auch gar nicht, was der da soll und das hat überhaupt keinen Sinn. Und also dann macht es vielleicht auch keinen Sinn, wenn der keine wichtige Rolle hat, den rauszuschmeißen. Heißt ja immer so, kill your darlings, so sagt man immer. Ich bin da ehrlich gesagt auch noch in der Lernphase. So. Aber letztendlich hast du als Autor das letzte Wort. Also... Okay. Das entscheidest du ja. Es gibt ja keine Autorenpolizei, sozusagen. Die sagt, so musst du das machen. Ja. Es gibt Richtlinien, an die kann man sich halten. Mhm. Aber wie alles im Leben, dein Affe, dein Zoo. Gut. So. Also. Hast du denn schon Testleser? Nein. Ja, doch. einige haben sich angeboten, ja. Ja. Aus dem Arbeitsbereich. Okay. Da waren so die einen oder anderen waren dabei, die dann gesagt haben, jo, ich möchte. Also es sind dann so die
eher die Alpha-Testleser. Und wie viel sind das ungefähr? 2 oder 3. Naja, das ist für den Anfang nicht schlecht. Ich lese ja auch drüber. Ja. Und wenn du dann nochmal vielleicht 2 haben willst, dann würde ich nochmal irgendwo, was gibt es da zu lachen? Nix. Nein. Achso. Ein sehr strenger Testleser übrigens. Ja, und ich will dir das auch gerne begründen. Ja, ist, nee, ist nein, ja nein, das, ich muss es ja erklären, ja, sonst brauchen wir keinen Podcast machen. Ich finde immer so, es ist besser, wenn das so in deinem Kreis sehr streng zugeht. Mhm. Ist das Buch nachher erstmal draußen, dann kann dir das ganz schnell um die Ohren fliegen, denn wir als Self-Publisher 2012, 2013, so, da konntest du ja noch alles machen, da konntest du ein scheiß Cover hochladen und irgendwie einen Haufen Rechtschreibfehler, das hat keinen interessiert. Mhm. Mittlerweile musst du ja, sag ich mal, mit den Verlagsautoren mithalten. Ja. Da kannst du dir das nicht mehr leisten. Und ich habe das auch bei Josh und Jerome einfach, das war 2016, da konnte ich mir kein Korrektorat leisten und habe das irgendwie durch Papyrus gejagt. Und selbst da waren natürlich, das ist eine Maschine, sind natürlich noch Fehler drin geblieben. Und dann habe ich das mit den Abständen noch falsch gemacht, weil ich es nicht wusste. Und das hat sich dann in den Amazon-Rezensionen okay niedergeschlagen. Mhm. Deswegen habe ich das Buch auch vom Markt genommen und würde das jetzt auch erst noch mal durch ein Korrektorat schicken. Und jetzt weiß ich nach 3, 4 Jahren natürlich auch mehr, wird es anders setzen. Und irgendwann kommt es dann nochmal mit einem neuen Cover raus. Also, okay. Aber ja, das, also es ist wichtig, die also auf die Testleser zu hören, weil oftmals sind da lange erfahrene Leser hinter. Mhm. Das heißt also, die lesen schon seit ihrer Kindheit und wissen, wovon sie reden. Ja. Und von den Erfahrungen sollte man profitieren und sollte nicht so eitel sein und sagen so, nee, ich bin ja der große Autor, ich höre da nicht drauf, weil dann brauchst du dir keine Testleser zu holen. Ja. Hast du da irgendwelche Erfahrungen mit Käufern, die dir... Ja. Okay. Josh und Jerome, wie ich gerade sagte, die können dir den Kopf abreißen. Also ich habe auch ein paar gute Rezensionen, aber wenn du Mist baust, dann hauen sie dir das um die Ohren. Und dann hockst du vom PC und denkst dir so, Mist, das wollte ich eigentlich nicht lesen. Die Erfahrung macht man, glaube ich, auch nur einmal. Ansonsten, wenn denn ein paar gute bei sind, und die sind bei mir auch bei gewesen für meine Anfänge, geht es natürlich runter wie Öl, wenn sich jemand darüber freut und irgendwie 4 Sterne oder was vergibt, das ist schon toll. Ja. Und so viele Leser habe ich ja ehrlich gesagt noch nicht, weil ich habe ja nur mein, was heißt nur, ich habe mein Gedichteband rausgebracht, mein Josh und Jerome und meine Autobiografie. Ah, so. Okay. Die Autobiografie, die ist ganz gut gelaufen. Da habe ich auch eine gute Rezension bekommen. Eine bisher, aber volle 5 Punkte. Da freut man sich drüber. Mhm. Und das motiviert natürlich auch, wenn du solche Leser hast. Aber wie alles im Leben, kriegst du eins auf die Pudelmütze, dann wünschtest du dir, du hättest andere Leser, Käufer. Aber die können ja nichts dafür. Nein, ist ja richtig. Hast du so ein bisschen Schiss davor, dass dir der Kopf abgerissen wird, wenn du das rausbringst? Ich denke mal, also vieles, was du ja schon gesagt hast, kann man mit den Testlesern ausmerzen. Aber klar, wenn man doch, wenn 10 Leute über den gleichen Fehler hinweglesen und dann der 11. ist dann ein Käufer und dann ist genau der Fehler irgendwo, der dann wird dann... Du meinst jetzt so Rechtschreibfehler? Ja. So. Das hast du auch in Verlagsbüchern. Ja. Also dafür sind wir alle Menschen. Das lässt sich nicht vermeiden. Nein, das ist richtig. Aber ich bin gespannt. Also dann lasse ich mich aber dann auch nicht entmutigen. Klar, wie du schon sagtest, vielleicht Kritik hört keiner gerne. Aber das spornt ja dann nur an, um das beim nächsten Mal dann besser zu machen. Hast du dich, also liest du denn selber das eigene Genre, was du... Ja. Hast du dann auch mal die Rezension von den Büchern, die du liest? Nein, das habe ich nicht. Hast du dich nicht getraut? Nein. Nein. Aber... Ich meine, man kann da auch nichts von ableiten. Letztendlich kannst du auch nichts machen. Also was man auf keinen Fall machen sollte, ist, dass wenn du da eine Ein-Sterne-Rezension reinkriegst und reingebrettert kriegst und du sagst, nee, gefällt mir nicht und blöder Auto und tralala... dass du da auf keinen Fall reagierst und dich rechtfertigst. Hm. Ja, das habe ich auch gehört oder beziehungsweise gelesen, dass man da wirklich drüber stehen muss und dann sich da einfach
Auf E-Mail-Kontakte, da würde ich schon antworten. Ja. Aber nie eingeschnappt. Mhm. Nee, also, das ist ja auch für die weitere Entwicklung ist es ja auch wichtig. Du kannst es eh nicht ändern. Du kannst es nicht allen recht machen. Du kannst das tollste Buch der Welt haben und trotzdem haut jemand eine Ein-Sterne-Rezension rein, weil der irgendwie am Tag gerade von seinem Chef rund gemacht worden ist, liest das Buch, irgendwas gefällt ihm nicht und haut das dir da rein, weil er irgendwo seinen Frust ablassen muss. Also das kann dir natürlich auch, das ist bitter, so. Aber da dann hinzugehen und sagen, nee, ich fühle mich jetzt ungerecht behandelt. Nein, also das, da muss man dann wirklich so drüber stehen und dann sagen. Ja, aber warte mal ab, das wird nicht einfach. Also du hast mich ja erlebt, wo ein paar Dinge reingedonnert worden sind. Mhm. Also ich hatte eine Ein-Sterne-Bewertung, die konnte ich ausbügeln, weil ich da den Fehler beim E-Book noch ändern konnte. Aber ich glaube, das Schlechteste sind, glaube ich, 2 Sterne. Und das steht jetzt da. So, da muss ich jetzt mit leben. Aber ich sage auch immer so, davon geht die Welt nicht unter. Also man muss, glaube ich, aus seinen Fehlern auch lernen. Und das habe ich auch. Mhm. Das werde ich auch in Zukunft. Und wie gesagt, und dafür sind ja die Testleser da. Desto mehr, desto besser. Mhm. Wenn man dann das noch durch Papyrus schickt, sich dann ein Korrektorat nimmt und eventuell ein Lektorat, dann hast du, glaube ich, alles getan, damit das ein guter Text wird, sage ich mal. Man muss mal schauen mit dem Cover und so weiter, das ist ja nochmal eine andere Geschichte. Gut, dann haben wir auch soweit das Thema durch. Vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Ja. Und würden uns freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge auch wieder dabei seid. Vielen Dank an Jan. Jo, gerne. Und dann bis demnächst. Tschüss, euer Jan. Und euer Olaf. Tschüss.